Die Straubinger haben tatsächlich einige neue Leute mit dabei, aber auch bewährte Kräfte, zum Beispiel ihre Diagonale, Marie Henle, Stuttgarterin, die bei uns auch in U23 mit dabei war, hat sich sehr stark entwickelt, gefällt mir sehr gut, was ich im Video so sehen konnte. Lina Lieb von uns spielt leider nicht Stamm, aber ist immer wieder im Einsatz. Also sind viele Spieler dabei, die ich persönlich noch gar nicht kenne. Das gilt vor allem auch für die Spielerin so ein bisschen aus dem belgisch-niederländischen Raum. Dazu natürlich eine erfahrene Spielerin wie Sina Fuchs, die in der Bundesliga schon viele, viele Jahre aktiv ist. Glaube ich, eine gefährliche Mischung. Und sie haben nicht umsonst gegen Stuttgart zuletzt einen Satz geholt. Also auch dort scheint die Entwicklung in die richtige Richtung zu gehen. Ja, wir befinden uns jetzt in der Trainingsphase nach einer komplexeren Zeit mit englischen Wochen. Das heißt eben auch, dass wir natürlich versuchen, im Krafttraining und auch im Balltraining intensiver noch zu arbeiten. Das macht diese Spiele, die dann in diesen Phasen kommen, nicht unbedingt leichter. Aber ich erwarte, dass wir das Spiel genauso hochkonzentriert angehen wie zuletzt im Pokal. Das heißt, wir wollen unseren Volleyball spielen, wollen unseren Stil spielen und wollen schauen, dass wir eben ein richtig gutes Spiel abliefern. Ich denke, dass wir insgesamt ganz gut aus den Startlöchern gekommen sind. Unsere Themen, die wir so ein bisschen gesundheitlich hatten, sind, glaube ich, bekannt. Wir hatten einen ganz ordentlichen Spielplan und sind jetzt in der Position, wo ich glaube, dass vieles für uns möglich ist.